Redhill anwesend, Sam am Apparat. Oh, also das hat sich erledigt. Sie müssen niemanden mehr herschicken. Dr. Stiles braucht keine Assistentin mehr. Ich meine, er hat schon jemanden. Nein, keine Studentin. Es hat sich herausgestellt, dass jemand aus der Familie die Arbeiten erledigen kann. Eine Nichte. Das heißt, Sie können das Stellengesuch einfach löschen. Ja, ich bin mir ganz sicher. Gut, danke. Wiederhören. Ich werde irgendwann sowas von aufliegen. Mrs. Dalton hätte rangehen können. Oh Gott, ich sollte die Karten lieber auf den Tisch legen. Aber ich kann nicht. Innerhalb von 10 Sekunden würde ich vor der Tür sitzen. Ich sollte das Spielchen noch ein bisschen weiter treiben und dann sehen wir weiter. So. Interessant. Die Karte wurde von den Mitarbeitern der neurobiologischen Abteilung unterschrieben. Ich brauche eine Angestelltenliste, um die Namen zu vergleichen. Würde mich interessieren, wer alles unterschrieben hat und wer nicht. Abram Linkweller muss derjenige in der Abteilung sein, der Dr. Stiles nicht leiden kann. Verdammt, man braucht für die Bibliothek einen Studentenausweis. Ach, was ist nur aus der Informationsfreiheit geworden? Helena! Helena! Was machst du denn da? Warum kommst du nicht rein? Ich habe meinen Studentenausweis in meinem Zimmer vergessen. Kannst du mir deinen schnell leihen? Das kannst du vergessen. Sonst schmeißen die mich wegen dir noch raus. Außerdem kann ein kleiner Spaziergang in der Sonne selbst einem Goth nicht schaden. Gib dir einen Ruck. Ist doch nur eine Handbewegung. Ich passe auch auf, dass uns niemand sieht. Nein. Ich musste 2-mal hin, damit ich ein akzeptables Foto im Ausweis habe. Ich will nicht riskieren, dass sie ihn mir wegnehmen. Geht das? Also, dass man sich seinen Studentenausweis nachmachen lässt? Ich habe gesagt, dass ich ihn verloren habe. Was wollen Sie denn machen? Ich hatte keine andere Wahl. Das Foto war einfach grässlich. Mit dir hätte ich hier in der Bibliothek nicht gerechnet. Wie schwer kann Kunstgeschichte schon sein? Schwer genug. Aber wenn du wirklich wissen willst, warum ich hier bin, Charles Eddington. Na dann, viel Erfolg beim Stalken. So schlimm? Kann ich gar nicht glauben. Hast du den alten Ausweis noch? Lass mal sehen. Sieht echt furchtbar aus.
Zeig schon her. Das zweite Foto ist deutlich besser. Findest du nicht auch? Ich finde, das neue Foto ist viel besser. Gott, ich habe gar nicht gewusst, dass es so schlimm aussieht. Ich verbrenne den alten Ausweis, wenn ich wieder in meinem Zimmer bin. Mit dem Trick könnte es klappen, aber dazu muss ich hier erst noch etwas vorbereiten. Ohne Studenten? So. Helena! Helena! Hey! Was gibt's? Eigentlich gefällt mir das erste Foto besser. Ich glaube, es liegt an der Körperhaltung. Du halluzinierst doch. Das musst du mir jetzt aber zeigen. Nein, ich habe mich vom Lichtanfall täuschen lassen. Das erste Foto ist ja wirklich grauenhaft. Ach du meine Güte. Du hattest schon recht, man sollte es wirklich verbrennen. Im Grunde... Was?
Was war das denn für eine Aktion? Du meintest doch, du willst es nicht mehr. Tut mir leid. Wolltest du es etwa doch noch haben? Ist ja wirklich nett von dir, dass du die Drecksarbeit für mich erledigst. Gott, du bist wirklich ein Freak. Und ich dachte, ich wäre durchgeknallt. Oh, ein Stapel leerer Blätter. Im Moment brauche ich kein Papier, aber gut zu wissen, dass man in Oxford nicht an Bürozubehör spart. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wo finde ich Informationen über die Professoren hier in Oxford? Kommt ganz darauf an, um wen es geht. Dr. David Stiles, Neurobiologie. Versuchen Sie es mal mit dem Bibliothekskatalog. Sie können von den Computern da drüben darauf zugreifen. Dr. David Stiles und seine Frau Laura Edmonthorpe Stiles waren gestern Abend auf dem Heimweg von einer Benefizveranstaltung, als ihr Fahrzeug in einen tragischen Unfall verwickelt wurde. Laut Augenzeugen fuhr der andere Wagen zu schnell, missachtete die Vorfahrt und erfasste seitlich Dr. Stiles Auto. Laura Stiles wurde noch am Unfallort für tot erklärt und David Stiles in die Notaufnahme gebracht. Samantha, bitte. Sie Samantha, kommen nicht bitte. Zurück. Sie kommen nicht zurück. Komm, Kleines, es wird Zeit zu gehen. Komm, Kleines, es wird Zeit zu gehen. Das ist der Artikel, den ich in Davids Aktenschrank gefunden habe. Wenn ich die ganzen Bücher hier durchackere, dann komme ich hier ja nie mehr raus. Es muss eine Möglichkeit geben, gezielt zu suchen. Wahrscheinlich irgendwelche berühmten Absolventen. Gott sei Dank ist Helena die eitelste Person auf diesem Planeten. Mehr muss man dazu gar nicht sagen.
Ein Alice im... Miss Everett, schön, Sie zu sehen. Danke. Hallo, Sam. Kann ich irgendetwas für dich tun? Im Moment nicht, danke. Ich habe erfahren, was mit Laura passiert ist. Hier weiß jeder über diese Tragödie Bescheid. Ich bin noch nicht lange in Oxford und hab's nicht gewusst. Tut mir wirklich leid. Du hast ihn doch wohl nicht darauf angesprochen. Ich hoffe wirklich, dass du ihm keine unangenehmen Fragen gestellt hast, Samantha. Nein, nein. Hüte dich. Man muss den armen Mann nicht auch noch daran erinnern. Wobei er in diesem Haus sowieso ständig damit konfrontiert wird. Er erträgt es einfach nicht, wenn andere Leute davon reden. Deswegen will er auch nicht, dass jemand hierher kommt. Aber er wird doch trotzdem im ganzen Haus an sie erinnert. Lauras Gemälde und Fotos sind überall. Sogar der Kalender ist noch von 2002. Er will nicht, dass ich irgendetwas anrühre. Ich verstehe. Er will sie in Erinnerung behalten, aber auf seine ganz persönliche Art und Weise. Er erträgt nicht, wenn andere Leute darüber reden, weil sie sich sowieso nicht in seine Lage versetzen können und alles, was sie sagen, für ihn unpassend klingen würde. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dieses Thema komplett vermeiden würdest. Es macht ihm schon so genug zu schaffen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben das Spiel gemeistert. Hier ist Ihre Belohnung. Wow, das ist ja genial. Ich habe mein erstes Daedalus-Club-Rätsel gelöst. Wie cool ist das denn? Da ist ja unsere Cheflaborratte. Wenn du uns noch einmal so nennst, kastriere ich dich. Schafe. Was? Verlorene Schafe. Keine Ratten. Der Club der Lämmer. Und was soll das bedeuten? Mir gefällt's. Besser als Ratten. Einfach brillant, Darling.
Club der Lämmer, schön und gut. Aber was ist mit Styles, dem verrückten Wissenschaftler, der unsere Gehirne leersaugt? Das ist doch totaler Quatsch. Zuzutrauen wäre es ihm, so verrückt wie er ist. Mann, Harvey, mach dich nicht über ihn lustig. Was die Leute nicht verstehen, davor haben sie halt einfach Schiss. Bist du so perfekt und beliebt, dass du Styles als verrückt abstempeln kannst? Irgendjemand von euch? Der Mann ist durch die Hölle gegangen. Er litt schwere Verbrennungen, als er versuchte, seine Frau aus seinem Wagen zu retten, während sie vor seinen Augen verbrannte. Aber er ist nicht geisteskrank. Auch nicht verrückt. Das weiß ich von einem Experten, der Styles Krankenakte kennt. Mit ihm ist alles in Ordnung. Er legt halt viel Wert auf seine Privatsphäre. Kann man ihm das verübeln, wenn alle so grausam zu ihm sind? Wenn ich noch irgendjemanden dabei erwische, wie er diese dummen Lügen in die Welt setzt, dann stopfe ich ihm persönlich das Maul. Du gibst also nichts auf die ganzen Gerüchte. Wer hat dir von seiner Krankenakte erzählt? Mr. Hadley. Ich habe noch nie schlecht über Dr. Styles gedacht. Von mir aus kann er machen, was er will. Meine Familie gilt auch als exzentrisch. Meine Oma liebt es, sich nackt aufs Dach zu stellen, um Flugzeugen zu winken. Naja, wer nicht? Aber was ist mit dieser Laufbahn? Ich habe den Experimentplan selbst gesehen. Sogar die neurobiologische Abteilung hat alles offiziell genehmigt. Der Streich auf der Laufbahn hat damit nichts zu tun. Dr. Styles ist völlig normal. Folgt unser Bericht über Pflegekinder in Amerika. Hunderttausende Kinder stehen unter der Obhut des Staates, der versucht, sie an Privathaushalte zu vermitteln. Nur wenige finden jedoch ein festes Zuhause. Staatliche Bezüge veranlassen... ...dass Verletzungen des Kinderarbeitsgesetzes und sogar Missbrauchsfälle...